Ich bin Wissenschaftler geworden, weil mich offene Fragen faszinieren, weil ich gerne darüber nachdenke, warum Sachen funktionieren, wie sie funktionieren und es oft keine Antwort gibt. Und am Ende möchte ich auch, dass meine Wissenschaft dazu beiträgt, dass medizinisch relevante Probleme gelöst werden können in der Zukunft. Mein Name ist Christian Franze. Ich forsche im Bereich der physikalischen Biologie und ich arbeite an der Mechanik des Nervensystems. Physikalische Biologie, ein Gebiet, das derzeit revolutioniert wird. Christian Franze ist mittendrin und selbst einer der Revolutionäre. Welche biochemischen Prozesse bei der Entwicklung von Neuronen wirken, ist in den letzten Jahrzehnten intensiv erforscht worden. Welche Rolle aber spielen mechanische Kräfte wie Reibung oder Festigkeit von Gewebe? Fragen, die mich brennend interessieren, sind: Woher wissen Nervenzellen, wohin sie wachsen müssen, mit welchen Zellen sie sich verbinden müssen, wo sie aufhören müssen zu wachsen? Wie sind alle diese sehr dynamischen Vorgänge in so einer komplexen Umgebung reguliert? Wie und wohin Nervenzellen wachsen, ist maßgeblich von ihrer Umgebung, dem umliegenden Nervengewebe, abhängig. Im Labor untersucht Christian Franze mit seinem Team, wie mechanische Eigenschaften von Gehirn- oder Rückenmarksgewebe charakterisiert werden können. Denn ob ein Gewebe steif oder weich ist, hat maßgebliche Auswirkungen darauf, wie Nervenzellen wachsen. Wir versuchen uns anzugucken, wie neuronale Netze sich entwickeln und wie die auf Einflüsse, also auf mechanische Einflüsse reagieren. Und um das zu simulieren, verändern wir die Steifigkeiten von den Gelen, auf denen wir die Zellen wachsen lassen. Wie Gehirn- oder Rückenmarksgewebe imitiert werden können, daran forscht das interdisziplinär aufgestellte Team um Christian Franze. Nervengewebe ist viskoelastisch. Wird eine kurze, schnelle Kraft auf das Gewebe ausgeübt, verhält es sich elastisch, wie ein Flummi. Ist es hingegen einer dauerhaften Kraft ausgesetzt, verhält es sich viskos und beginnt zu fließen, wie Honig. Wenn Nervenzellen durch sich entwickelndes Hirngewebe wachsen, müssen sie Kräfte auf die Umgebung ausüben. Ohne Kraft gibt es keine Bewegung. Das heißt, sie müssen sich irgendwo festhalten und dran ziehen. Und je nachdem, wie steif zum Beispiel das Gewebe ist, können sie schneller oder langsamer dort entlang wachsen. Und das kann man relativ gut verstehen. Eine Analogie wäre Fahrradfahren. Fahrradfahren auf einer asphaltierten Straße ist natürlich leicht und geht auch relativ schnell. Während wenn ich entlang eines Sandstrandes fahre oder auf einem weichen Rasen, dann würde ich viel mehr Kraft aufwenden müssen, um voranzukommen. Und ich wäre auch langsamer. Diese mechanischen Wechselwirkungen hat Franze mit seinem Team am Gehirn von Krallenfroschembryonen untersucht. Im Fokus steht die Entwicklung von retinalen Ganglienzellen, also Nervenzellen, die die Netzhaut mit dem Gehirn verbinden. In der Entwicklung wechseln die Neurone an einem bestimmten Punkt ihre Richtung. Franze konnte zeigen, wo sich das Wachstumsverhalten der Axone, der Fortsätze von Nervenzellen verändert, ändert sich auch die Gewebesteifigkeit. Auf einer Seite wird das Gewebe steifer. Die Erkenntnis: Neurone wachsen auf steifem Gewebe deutlich schneller, was einen Richtungswechsel verursacht. Als wir dann genau an der Stelle, wo die Axone sich drehen, genau da einen mechanischen Gradienten entdeckt haben, das war schon ein Heureka-Moment, da haben wir gefeiert. Neuronales Wachstum steuern und anregen, indem die Wechselwirkung von mechanischen und chemischen Prozessen verstanden wird. Gewebe erweichen oder verfestigen, Wachstum stoppen oder anregen. Die große Hoffnung von Christian Franze: den entscheidenden Beitrag in der Forschung von unheilbaren Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson zu leisten, indem die Mechanik des Nervensystems berücksichtigt wird. Nur wenn man Ansätze aus den verschiedenen Bereichen der Wissenschaft miteinander verbindet, wenn man Grenzen zwischen Physik und Chemie und Biologie überschreitet, dann kann man Antworten auf Fragen finden, die bisher noch ungelöst sind. Cambridge ist seit über 10 Jahren das Zuhause von Christian Franze und seiner Familie. Aber die Familie freut sich auf einen neuen Schritt, ein neues Zuhause. Erlangen. Hier an der Friedrich-Alexander-Universität wird Christian Franze seine Humboldt-Professur antreten. Ich weiß, dass die medizinische Forschung hier extrem gut ist, dass der Ort bereit ist für interdisziplinäre Wissenschaften, dass hier Biologen, Mediziner und Physiker sich an einen Tisch setzen, um gemeinsam zu überlegen, wie man am besten medizinisch relevante Probleme angehen kann. Das Ziel? Neue Kollaborationen finden, aber auch gewachsene Forschungsachsen weiter ausbauen.
Mit Stefanie Kürten, Professorin für Anatomie und Zellbiologie, hat Christian Franze schon in der Vergangenheit an Erkrankungen wie Multipler Sklerose geforscht. Das interessiert uns natürlich, einfach das große Ganze zu verstehen. Welche mechanischen Eigenschaften verändern sich ja auch durch diese Herde im zentralen Nervensystem? Und genau an dem Punkt würde der Christian ins Spiel kommen, dass wir halt verstehen, inwiefern sich so Gewebseigenschaften zusammen mit den Zellen zu einem Gesamtwerk in der Erkrankung halt zusammenfügen. Und ich glaube, das ist so eine perfekte Schnittstelle zwischen den beiden Arbeitsgruppen. Grundlagenforschung und medizinische Anwendung näher zueinander bringen. Um dieses Vorhaben zu realisieren, wird in den kommenden 3 Jahren zusammen mit dem Universitätsklinikum, der FAU und dem Max-Planck-Zentrum für Physik und Medizin ein einzigartiges Zentrum entstehen. Mit Jochen Guck und Wahid Sandokhtar, die ebenfalls als Humboldt-Professoren nach Deutschland kamen, wird er dieses Zentrum leiten. Ein Synergieeffekt der Humboldt-Professur, der die Zusammenarbeit zwischen außergewöhnlichen Forschern langfristig ermöglicht und unterschiedliche Konzepte in der Wissenschaft zusammenführt. Die Unterstützung der Humboldt-Professur bietet einen unüblich hohen Grad an Freiheit. Ich kann wirklich Wissenschaft betreiben, die nur angetrieben ist durch Neugier. Ich kann in jede Richtung gehen, die ich möchte. Und das ist was sehr Wertvolles. Und dafür bin ich auch sehr dankbar.